Cesare Giacobbe zum Buddha werden in 5 Wochen. Gelesen von Jörg Schuler, Lena Simon und Christina Pucciata. Was ist denn nun ein Buddha? Ein Buddha ist weder ein Gott noch ein Heiliger. Man betrachtet ihn nicht einmal als Übermenschen. Er ist einfach einer von uns. Ein Mensch, wie Sie und ich. Einer, der das Leiden beseitigt hat. Nicht das Leiden der Welt, sondern sein höchstpersönliches Leiden. Er leidet nicht mehr. Er gerät nicht mehr in Wut. Er empfindet keinen Hass mehr. Er kennt keine Eifersucht, keinen Neid, keine Missgunst. Auch kein Begehren, keine Gier, keinen Egoismus. Und was heißt das nun? Ist er völlig apathisch, gleichgültig, ohne jedes Gefühl geworden? Er hat durchaus Gefühle, alle Gefühle. Aber er steigt nicht in sie ein, er lässt sich von ihnen nicht zum Sklaven machen, er gibt ihnen keine Nahrung, wenigstens nicht den negativen Gefühlen. Wachsen lässt er nur positive Gefühle. Als da sind Gelassenheit, innerer Friede, Heiterkeit, Freude, Harmonie, Liebe. Auf diese Weise bleibt er innerlich gelassen und lässt die positiven Gefühle gedeihen. Einatmen, ich bin ein Buddha. Ausatmen, ich bin erleuchtet.